Viele belastende Gedanken im Laufe des Lebens drehen sich um das Thema Gesundheit bzw. Krankheit. Mitunter wird daraus etwas, das mehr als nur ein sorgenvoller Gedanke ist. Es gibt viele Formen, die Angst vor Krankheit einnehmen kann. Eine davon ist die Nosophobie. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Als Therapeut helfe ich Menschen mit Ängsten und Angststörungen. Wie erleben Betroffene diese Nosophobie? Nosophobie, auch als Krankheitsphobie, bezeichnet es eine übertriebene und irrationale Angst vor Krankheiten. Menschen mit Nosophobie leben in ständiger Sorge, eine schwere Krankheit zu haben oder zu bekommen, auch wenn es nicht wirklich medizinische Anzeichen dafür gibt oder nicht mal andeutungsweise von Symptomen zu sprechen ist. Diese Angst kann durch Nachrichten über Krankheiten, Krankheitserfahrungen der Familie oder im Freundeskreis oder durch eigene frühere Krankheitserfahrungen verstärkt werden. Die Folgen der Nosophobie können tiefgreifend sein und das tägliche Leben Betroffener erheblich beeinträchtigen. Exzessive medizinische Untersuchung. Betroffene suchen häufig wiederholt ärztlichen Rat und sie bestehen auf wiederholt oft unnötige medizinische Untersuchungen, immer in der Hoffnung, so beruhigt zu werden. Vermeidungsverhalten. Um das Risiko einer Erkrankung zu minimieren, meiden Betroffene möglicherweise Situationen oder Orte, von denen sie annehmen, dass sie die Krankheit, die sie befürchten, begünstigen könnten. Und das kann zu sozialer Isolation führen. Psychische Belastung. Die ständige Angst, die Sorge um die eigene Gesundheit, so etwas führt zu hohem Stress, Angstzuständen. Und all das kann Depressionen auslösen oder verstärken. Körperliche Symptome. Die Angst kann sich auch in körperlichen Symptomen wie Herzrasen, Übelkeit, Schwindel und vielen anderem äußern, was die Angst vor Krankheiten zusätzlich verstärken kann. Einschränkung der Lebensqualität. Die Lebensqualität kann durch die ständigen Sorgen und die damit verbundenen Verhaltensweisen erheblich beeinträchtigt werden. Hobbys, Reisen, soziale Aktivitäten, all das wird häufig eingeschränkt oder einiges vollkommen vermieden, unterlassen. Beeinträchtigung des Alltags. Nosophobie kann den Alltag und die Entscheidungsfindung beeinträchtigen, weil Sicherheits- und Vermeidungsstrategien Vorrang haben. Was ist der Unterschied zwischen einer Nosophobie und einer Hypochondrie? Nosophobie und Hypochondrie sind beides gesundheitsbezogene Ängste, die sich jedoch in einigen wichtigen Aspekten unterscheiden. Nosophobie bezeichnet die spezifische Angst vor einer bestimmten Krankheit. Menschen mit Nosophobie fürchten sich sehr davor, an einer bestimmten Krankheit zu erkranken, das sie häufig in den Medien gesehen haben, über das sie gelesen haben, das ihnen jemand berichtet hat. Diese Angst kann durch Nachrichten über Epidemien, Pandemien oder seltenere Erkrankungen ausgelöst oder verstärkt werden. Die Betroffenen machen sich in der Regel Sorgen über eine bestimmte Krankheit und ihre möglichen Folgen, auch wenn es dafür keinen realistischen Grund gibt. Die Hypochondrie ist durch einen Fokus geprägt, bei dem die Wahrnehmung auf mögliche Gesundheitsrisiken derartig gesteigert fokussiert wird. Nein. Die Hypochondrie ist durch eine derartig übersteigerte Wahrnehmung von Hinweisen auf mögliche Gesundheitsrisiken gekennzeichnet, dass schon kleinste Anzeichen fehlinterpretiert werden und als Hinweise auf massive, ernsthafte Krankheiten gedeutet werden. Entsprechend ist der gesamte Körper im Alarmzustand. Betroffene suchen häufig wiederholt
ärztliche Hilfe. Selbst die Beschwichtigung der Mediziner, selbst noch so deutliche negative Testergebnisse lindern die Angst nur vorübergehend. Und im Gegensatz zur Nosophobie ist die Angst bei der Hypochondrie nicht notwendigerweise auf eine bestimmte Krankheit beschränkt, sondern kann sich auf eine ganze Reihe potenzieller Gesundheitsprobleme ziehen. Insgesamt liegt der Hauptunterschied zwischen Nosophobie und Hypochondrie in der Ausprägung der Angst. Die Nosophobie konzentriert sich auf eine bestimmte Krankheit, während die Hypochondrie eine breitere und häufig wechselnde Besorgnis über die eigene Gesundheit umfasst. Beide Zustände sind durch intensive Ängste und Sorgen gekennzeichnet. Beide können das tägliche Leben erheblich beeinträchtigen und eine professionelle Behandlung erfordern. Wozu ist dieses Wissen jetzt gut? Mögen solche Einblicke dazu beitragen, besser zu verstehen, was bei der Nosophobie vor sich geht und dass es eine wirklich gute Idee ist, sich dem konstruktiv zu widmen. Das Leben ist einfach viel zu kostbar, um sich von Ängsten einschränken zu lassen. Die Behandlung der Nosophobie kann Hypnotherapie beinhalten, mit dem Ziel, die auslösenden Gedanken und Überzeugungen zu erkennen und zu verändern. Außerdem können Entspannungstechniken und Selbsthilfetechniken genutzt werden, um die Angst allmählich abzubauen. Das nachhaltig. In einigen Fällen können auch Medikamente zur Behandlung der Angstsymptome hilfreich sein. Dazu informieren dann entsprechende Experten wie Mediziner. Eigene Erfahrungen, Fragen und überhaupt sind respektvolle Kommentare willkommen. Tauschen wir uns aus, berichten wir über unsere Erfahrung, was funktioniert, was hat bisher nicht funktioniert. Machen wir uns Mut. Carsten Noack, gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam, passen wir gut auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen.